Alles gut. Oh mein Gott. Moin und herzlich willkommen aus dem Weserstadion. Herzlich willkommen zu Werder TV Inside und herzliches Willkommen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ja, tatsächlich. Werder Bremen in der zweiten Pokalrunde. Das sind halt so diese Geschichten auch, die der Pokal schreibt. Ja, und seine eigenen Gesetze hat er auch. Da kommt dann auch mal der Underdog weiter. 3:0 gegen einen Drittligisten. Wer hätte das vorher schon gedacht? Ich konnte es nicht glauben, weil ich dachte, ich träume. Ja, wahrlich traumhaft. Absolut richtig. Was kann diese Mannschaft jetzt noch aufhalten, wenn sie schon in der ersten Runde einen Drittligisten ausschaltet? Das letzte Mal, als wir einen ausgeschaltet haben, war es das Halbfinale, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft schauen, genießen wir auf jeden Fall auch nochmal die Gegenwart und so die jüngste Vergangenheit. Wir schauen nochmal natürlich auf das 3:0 gegen Würzburg zurück. Miloš versucht sein Kunststück nochmal zu wiederholen. Wir schauen aber auch in die Social-Ecke. Wir küren den Typen der Woche und so richtig rund wird der Montag ja eigentlich auch nur mit Uwe. Anfangen wollen wir natürlich mit dem Zauberfuß vom Balkan, dem Mann, der Flanken in Tore verwandeln kann. Miloš Veljković. Natürlich, es war Glück. Ich habe gesagt, ich habe das zugegeben. Wie viel Glück genau da im Spiel war, das erklärt uns Professor Dr. Miloš Veljković. Moin Werder-Fans, ich versuche es heute nochmal, ob ich das Tor wieder schießen kann. Ich denke, es war etwa hier. 10 Versuche. Uiuiui. Viel härter. Erster Versuch. Nein! Das wird schwer. Nein, ey! Hoppa! Ja, aber warum habe ich nicht einfach so gemacht? Hoppa! Immer noch nicht so. Immer noch nicht das Gleiche. Es muss beim Netz sein. Im Netz. Ja, gut. Oh mein Gott! Nein! Hoppa! Nicht schlecht, ne? Einer von denen war nicht schlecht, aber ich denke, ich kann es noch besser. Nein, nein, zu weit rechts, zu weit! Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Nein, zu weit nach links, ey. Ich brauche noch Welle. Ich muss jetzt einfach mal probieren, eine Flanke zu schlagen. Vielleicht geht er da rein. Nein! Nein, Miloš! Das ist noch ein langer Nachmittag. Miloš, nach rechts, ganze Zeit. Was ist los? Was ist das, Miloš? Welle! Ich muss dich reinversetzen in diesem Spiel, wie es war. Wie war es denn? Erzähl. Also, ich habe erstmal den Ball weggenommen. Dann habe ich zu Thomas gespielt. Thomas hat mir zurückgespielt. Dann habe ich den Ball so gemacht. Und also. Aber fast. Dann habe ich Theo reinlaufen sehen. Dann wollte ich flanken. Dann habe ich den Ball so gemacht. Und dann. Oh mein Gott. Ey, einer muss gut sein, ich schwör. Zu tief, ey. Ey, noch ein Ball. Bitte! Nein! Ich weiß nicht, was los mit meinem Fuß ist. Normalerweise kann ich das. Noch ein Ball! Ich bin fertig. Nein, aber ich muss noch einen gut machen. Also ich habe es geschafft einmal oder zweimal, aber es ist halt nicht so einfach, wie es im Spiel aussah. Mein Gott, vergiss es, ey.
Das war Weltklasse. Irgendwie konnte ich nichts fassen, was ich gemacht habe. Und dann kamen schon die Spieler und dann war ich schon in der Mitte. Und ja, war einfach unglaublich, das Gefühl. Und ja, glücklich einfach. Glücklich und nicht ganz so unmöglich, wie es aussah. Miloš, vielen Dank und Chapeau für dieses Traumtor. Ich würde mal gern von Theo wissen, warum er sich da schon so früh so sicher war, dass dieser Ball reingehen wird. Holen wir nach. Bis dahin erstmal zwei weitere Werder. Ja. 3-0 gegen Würzburg. So deutlich war es schon lange nicht mehr in Runde 1. Ein tolles Spiel. Ja, das eigentlich nur einen einzigen Typen der Woche verdient hat. Yeah, who could that be today? Also ich denke, mein erstes Tor für Bremen und daher denke ich, vielleicht bin ich es. Naja, wenn man nach dem schönsten Tor geht, dann muss man Miloš nehmen. Nee, ja. Oh, you should take Lude and interview him in German. Ja, natürlich. Auch gut möglich. Nein, das lasse ich andere entscheiden. Mich, nein. Maybe the post. Yeah. Yeah. Maybe the post. Miloš Čerčan Tor. Ja, so offensichtlich war die Wahl zum Typen der Woche dann wohl doch nicht. Aber im Grunde ist es doch ganz einfach. Das 1:0 von Miloš, es war doch nicht nur wunderschön. It was a really shit cross, you know? Dazu war es auch noch der Türöffner zu Runde 2. Und deshalb ist Miloš Veljković für uns der Typ der Woche. Was ist mehr wert, das Weiterkommen oder der Typ der Woche? Ah, das Weiterkommen, denke ich. Die Leute, sie wissen einfach noch nicht zu schätzen, was der Titel eigentlich wert ist. Egal. Wir sind in der Social-Ecke, wie ihr seht. Und was das bedeutet, ist euch klar. Uns ist etwas ins Netz gegangen. ja, wir wollen mal drauf schauen. Das Thema natürlich heute das Spiel, der Sieg gegen Würzburg. Ja, und das überraschende Weiterkommen, vor allen Dingen von Werder Bremen. Der Julian hat getwittert und rezitiert aus den Leiden des jungen Werder. Freue mich schon auf Runde 2. Runde 2, die nächste Pokalrunde. Es gibt mehrere Runden? Völlig überrascht davon ist auch Gordina Gordanski. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Die Überraschung der ersten Pokalrunde. Wir scheitern nicht an einem Drittligisten. Hashtag Social Ecke. Auch immer benutzen, dann taucht ihr hier auf. Ja. Das findet übrigens auch Firefly 8, also Johanna, auch die ist völlig überrascht vom Weiterkommen und freut sich darüber, dass die Sportschau durch den Werder-Sieg die Sensation verfehlte. Edge, wobei die Sportschau hat die Sensation nur nicht erkannt, also sie war ja schon da. Gut, sei es drum. Glückwünsche zum Sieg kamen auch aus Spanien. Alejandro Galvez, möge es eine gute Saison für euch werden. Wünsche euch nur das Beste. Vielen Dank, Alex, und auch dir viel Erfolg in La Liga. Zum Schluss der unwissende Blick nach vorn und das kommt nochmal von der Julian. So, und wie genau geht's jetzt weiter? Hashtag Neuland. Ja, auch wir verlassen jetzt trittsicheren Boden und jetzt kommt der Mann, der einen härteren Torabschluss hat als Miloš Veljković und noch besser flanken kann als Ludwig Augustinsson. Wir sehen uns dann am Freitag wieder mit Inside. Unbedingt reinklicken ab 18 Uhr. Ja, und jetzt kommt der Mann für die schönen Dinge im Fußball. Hier kommt Uwe. Miloš, ja, Miloš heißt er, das weiß ich. Jetzt aber wie mit Nachname denn? Weißt du, was ich an dir liebe? Alles, nix. Veljković, die Nummer 1. Was der gemacht hat, das geht gar nicht. So, wer so Flanken tut, da könnte stehen können im Tor. Wer will, dass jeder Torwart, da hätten sie alle hinterhergegriffen. So, ich denke, was ist los? Nein, das Ding ist drin. Also, ein super Ding. Ja, schön.
Er ist für mich in diesem Spiel die Nummer 1. Dann war für mich klar, das Ding, das schaukeln wir nach Hause. Ich hatte das die ganze Zeit auf der Zunge, aber wer Kruse da so frei zum Kopfball kommen lässt, hat selber Schuld. Ne? Der muss sich nicht wundern. Und das 3-0 war nur noch verschönernd. Super. Lass mich jetzt in Ruhe, gehen nach Hause.